Gerard Pique, er postet erstes mit seiner neuen Freundin. Vor wenigen Wochen machte Shakira, 45, in ihrem neuen Song BZRP Music Session 53 eindeutige Bemerkungen über ihren Ex Gerard Pique, 35, und seine neue Freundin Clara Chiamarti, 23. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht und du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht, singt sie in dem Lied. Der Fußballer steht nun allerdings zu seiner Partnerin und postet auf seinem Instagram-Account das erste Bild mit Clara, womit er die Beziehung offiziell macht. Verliebt schmiegen sich die beiden, die bereits seit August vergangenen Jahres liiert sein sollen, aneinander. Seine Fans zeigen sich von dem Schnappschuss jedoch wenig begeistert. Kommentare wie "Ich würde mich schämen" oder "Sie ist nicht mit der Mutter deiner Kinder zu vergleichen" sind unter dem Beitrag zu lesen. Traurige Nachricht für Angelina Jolie, 47, ihr Herzensprojekt wird beendet. Wie die Daily Mail erfahren haben will, habe die Charity-Organisation The Jolie Dalton Helig Foundation ihre Arbeit beendet. Die Stiftung, die es sich zum Ziel gemacht hatte, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, sei am Mittwoch, 25. Januar 2023, offiziell geschlossen worden. Grund für das Ende seien finanzielle Schwierigkeiten. Angelina Jolie hatte 2015 die Stiftung zusammen mit dem ehemaligen britischen Außenminister William Hague, 61, der britischen Politikerin Arminka Helig, 54, sowie Beraterin Chloe Dalton ins Leben gerufen. Seit ihrer Gründung hatte der Hollywood-Star 1,7 Millionen britische Pfund, umgerechnet mehr als 1,9 Millionen Euro, in die Wohltätigkeitsorganisation investiert. Jetzt gebe es laut Informationen der Daily Mail aber nur noch Reserven von lediglich 52,947 britischen Pfund, umgerechnet etwa 60,0 Euro. Ihren Gläubigern schuldet die Organisation noch 1.524 britische Pfund, umgerechnet etwa 1.700 Euro. Chrissy Teigen, 37, und Popsänger John Legend, 44, schweben im Elternglück. Denn vor wenigen Tagen hat ihre gemeinsame Tochter Esti Maxine das Licht der Welt erblickt. Nachdem Teigen ihre Fans mit regelmäßigen Updates am Schwangerschaftsalltag hat teilhaben lassen, hält sie ihre Follower, ihnen auch nach der Geburt auf dem Laufenden, und teilt nun ein erstes Foto vom Gesicht ihres Babys auf Instagram. Dabei scheint die 37-Jährige es gar nicht glauben zu können, dass ihr Baby nun endlich auf der Welt ist. Unter das Bild schreibt das Model: "Sieh dich an, wie du hier draußen wie ein Baby aussiehst." Neben der kleinen Esti haben John und Chrissy bereits die beiden gemeinsamen Kinder Miles Theodor, 4, und Luna Simone, 6. Neue Single Harry Styles, 28, ist erst seit kurzem von Schauspielerin Olivia Wilde, 38, getrennt, soll sich aber nach nur 2 Monaten schon wieder eine neue Dame angelacht haben. Aktuelle Fotos, die der britischen Daily Mail vorliegen und den Watermelon Sugar Interpreten in London abbilden, zeigen ihn gemeinsam mit einer brünetten Frau. Und sie ist keine gänzlich unbekannte, Eventmanagerin Sophia Kronig ist auf den Bildern die Dame, die den Herzensbrecher umarmt, und es fällt auf, wie vertraut die beiden miteinander zu sein scheinen. Ob Harry und Sophia nur ganz platonisch Freunde sind und er den Weg wieder zurück zur enttäuschten Olivia Wilde findet oder sich da etwas Neues anbahnt, bleibt abzuwarten. Ein schönes Paar wären Harry und Sophia aber definitiv. Während Katie Holmes, 44, Tochter Suri Cruz mit ihren 16 Jahren bereits eine Teenagerin ist, darf sich ihr Ex-Freund schon bald erstmal mit vollen Windeln auseinandersetzen. Emilio Vitolo Jr., 33, wird nämlich erstmals Vater. Das verkündet seine Freundin Sammy Piccinini. Ein aufstrebender TikTok-Star, nun via Instagram. "Halb du und halb ich. Wir bekommen ein kleines Mädchen", freut sie sich.
Dazu teilt sie ein Foto, das sie in einem weißen Schlauchkleid mit kleinem Babybauch an der Seite des Schauspielers und Kochs zeigt, der sich im Mai 2021 von Holmes getrennt hat. Strahlend halten die beiden erste Ultraschallbilder ihres Nachwuchses in den Händen. Die Aufnahme scheint bei einer Gender Reveal Party entstanden zu sein. Auf einem weiteren Foto ist eine Torte in hellblau und rosa mit der Aufschrift Er oder Sie zu sehen. Jetzt scheint es Gewissheit zu sein, Katie Holmes' Ex wird ebenfalls schon bald eine kleine Tochter haben. Glücklich geschieden, nachdem im vergangenen Oktober die Ehe von Supermodel Gisele Bündchen, 42, und NFL-Spieler Tom Brady, 45, offiziell beendet wurde, hat die brasilianische Schönheit neue Kraft getankt. Ein Insider verriet dem Promi-Portal People jetzt, sie spürt ein Gefühl der Erneuerung mit neu gewonnener Energie und einer glücklichen Zukunftsaussicht. Ihr Leben ist so lange dahin geflossen, und jetzt ist es ruhiger. Sie ist optimistisch. Gisele war zuletzt wiederholt mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente beim Training gesichtet worden. Sie liebt Costa Rica und fühlt sich dort gut und gesund, so die Quelle weiter. Sie ist fit und aktiv. Anführungszeichen. Auch soll die zweifache Mutter ihre Karriere jetzt wieder ankurbeln wollen. Sie freut sich sehr auf ihre Karriere in den nächsten Monaten. So der Insider. Sie ist damit beschäftigt, Entscheidungen zu treffen, und ist so glücklich und ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Das Jahr 2023 hat die Laufsteg-Schönheit bereits mit einer neuen Kampagne für Louis Vuitton begonnen. Zwischen Shakira, 45, und ihrem noch Ehemann Gerard Pique, 35, toppt ein bitterer Rosenkrieg. Doch den Schmerz der Trennung, die für sie nach eigenen Aussagen die dunkelste Stunde ihres Lebens gewesen ist, scheint die kolumbianische Sängerin mittlerweile zumindest etwas überwunden zu haben. Schnappschüsse zeigen, wie die zweifache Mutter auf dem Balkon ihres Hauses in Barcelona steht und ihren Fans zulächelt. Die Musikerin sieht entspannt und gut gelaunt aus, zu ihren offenen Haaren trägt sie ein helles Wehrzirt und eine passende Mütze. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, People.com, Action Press De, Instagram.com, Daily Mail Kuuk, Daily Mail Kuuk.